Herzlich willkommen bei der fünften Folge unserer Advent-Exerzitien. Und wir beginnen heute mit einem Text aus dem Jakobusbrief, aus dem fünften Kapitel. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das ist der Text der zweiten Lesung am dritten Adventssonntag in der katholischen Kirche. Und da ist mir so eines aufgefallen, weil ich beschäftige mich in diesen Exerzitien, oder wir beschäftigen uns damit, wie wir unsere Beziehung zum Herrn wieder aufbauen können. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so manchmal so ein Gefühl, dass meine Beziehung zu Gott eine ganz seltsame ist. Also in der Adventszeit bin ich manchmal unterwegs und ich frage mich manchmal, wo die Leute alle hinwollen. Also Samstag Abend, wenn man nach Wien reinfährt, also ich lebe in der Nähe von Wien, das ist unglaublich. Und wenn man noch später fährt, auch 22 Uhr auf der Autobahn in Wien, das ist, ich weiß nicht, wo die Leute hinwollen. Und vor Weihnachten in der Adventzeit ist es noch schlimmer. Und diese Leute sind für mich ein Zeichen dafür, dass der Herr kommt. Weil sie haben eine Sehnsucht in ihren Herzen, der sie nachgehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es die tiefste Sehnsucht in ihren Herzen, die Sehnsucht nach Gott ist, nach Erfüllung. Also wir Menschen sind so gestrickt, dass wir manchmal die Sachen verwechseln und dann Sachen nachlaufen, mit denen wir unser Herz zu füllen versuchen, aber das nicht geht, dann müssen wir noch eine Sache besorgen, noch diesen besuchen und noch diese besuchen und noch dieses tun oder jenes tun. Und so wie im Hamsterrad. Und in diesem Jakobusbrief, den wir gehört haben, wird Bezug auch auf diese Situation genommen. Also er schreibt, habt Geduld mit euch selber und wartet auf die Ankunft des Herrn. Und wie soll man Geduld haben? Also ich habe schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, bin zwar nicht besonders alt oder weise, aber so meine Erfahrung mit der Geduld habe ich. Die kann man nicht lernen. Also entweder hast du Geduld mit irgendeiner Sache oder einem Menschen oder nicht. Aber wie kann man damit umgehen? Dass wir in uns Sehnsucht nach dem Herrn haben, nach einer lebendigen Beziehung zu ihm und doch irgendwie diese Beziehung nicht wirklich funktioniert. Er schreibt auch in diesem Jakobusbrief, wie ist das jetzt wörtlich? Stärkt eure Herzen. Also das ist die Weisung, die in diesem kurzen Brief des Neuen Testaments uns gegeben wird. Und ich habe gefunden im 11. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, in den ersten zwei oder drei Versen, wird davon berichtet, wie Johannes der Täufer im Gefängnis sitzt. Also auch seine Situation ohne Aussicht auf eine Änderung. Und trotzdem verliert er den Mut nicht. Er versucht, sich dem Herrn zu nähern, so wie es nur möglich ist, im
Wir wissen, er ist Jesus dann nicht mehr begegnet nach seiner Verhaftung, aber er versucht, eine Verbindung zu ihm aufzubauen. Und wie macht er das? Wie stärkt er sein Herz? Also es gibt so zwei Sachen. Er sitzt in diesem Gefängnis und zu ihm kommen Jünger. Das ist erstaunlich. Also die Gefängnisse, die ich kenne, da kommt man nicht so leicht rein. Und wenn du einen kleinen Fanclub hast oder Freunde, die werden nicht einfach so reingelassen. Johannes hat es irgendwie geschafft, dass seine Freunde, seine Jünger zu ihm kommen durften. Und das ist das Erste, was wirklich wichtig ist. Sich mit Menschen umgeben, die die gleiche Gesinnung haben, die gleiche Ziele verfolgen, die auch versuchen, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Und was macht Johannes mit den Jüngern? Er schickt sie zu Jesus und lässt sich dann von ihnen über Jesus berichten. Und das ist das Zweite, dieses Sprechen über Gott. Das tut man, wenn man die Bibel liest, auf eine ganz einfache Art und Weise. Das tut man, wenn sich Menschen auch davon erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Und das ist auch so, das ist Johannes der Täufer, aber dieses Bild gibt es auch in Gott selbst. Er ist nicht einer, sondern er ist drei, also eigentlich ein Gott, aber in drei Personen, wie uns die Theologie schön sagt. Und wie gesagt, er umgibt sich auch mit sich selbst, damit sein Herz stark sein kann, damit er mit uns Menschen den Weg gehen kann, damit er die Hoffnung mit uns nicht verliert. Er umgibt sich mit sich selbst. Die Bibel berichtet uns auch, dass Gott auch uns erschaffen hat. Und nicht nur uns, also im Himmel hat er Engel und lauter komische Wesen, die nur dazu da sind, um ihn anzubeten, um ihm Halleluja, Hosanna und was weiß ich noch zu singen. Also er umgibt sich mit Leuten und Wesen, die ihm gleichgesinnt sind. Er hat uns Menschen erschaffen, die wir, also die größte, das habe ich im Katechismusunterricht gelernt, also die wichtigste Bestimmung des Menschen ist Lobpreis Gottes. Also im katholischen Katechismus habe ich das gelernt. Und auch die ganze Schöpfung, wie die Psalmen sagen, die singen das Lob des Herrn. Die ganze Schöpfung ist erfüllt von deinem Lob. Und als Zweites, es ist nicht nur so, dass also damit dieses Herz Gottes gestärkt wird, dass er sich mit nur Wesen umgibt, die er nur extra dafür erschaffen hat, sondern er lässt sich auch von sich selber erzählen, also berichten. Also wenn ich mit Gott spreche, wenn ich bete, dann erzähle ich ihm Sachen, die er weiß. Ich danke ihm für das, was er mir Gutes getan hat. Also ich sage ihm, erzähle ihm über Gott. Und das tut auch die ganze Schöpfung. Und ich lade dich dazu ein. Also wenn du manchmal das Gefühl hast, alles ist für die Katze und hat keinen Sinn eigentlich, weil das ist nur mühsam und es ändert sich nicht viel, dann versuche dein Herz zu stärken auf diese Art und Weise. Umgebe dich mit Leuten oder verkehre mit Leuten, die eine gleiche Gesinnung haben wie du. Gebetskreis, deine Familie vielleicht, und sucht Gott gemeinsam. Und als Zweites, erzählt euch von ihm. Liest gemeinsam die Bibel. Das ist die einfachste Art und Weise, sich von Gott zu erzählen. Aber erzählt auch einander, was Gott euch Gutes getan hat. Ja, das wäre so, zwar kein Rezept, aber vielleicht eine Anregung, wie man das eigene Herz stärken kann, damit es in dieser Zeit bestehe, in der Zeit des Wartens auf den Herrn, damit unsere Beziehung zu ihm wachsen kann, damit wenn er kommt, den Glauben auf Erden findet, Leute, die er kennt und nicht irgendwelche Fremde.
Ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag und die nächste Folge erscheint wieder am Donnerstag. Bis dahin wünsche ich euch viel Segen, Friede und Gutes.